Muss drin sein. Und weil ich es gerade lese, Resident Evil 2 Classic, wenn du das tatsächlich lernen willst, dann kannst du dich an Nobody wenden. Der kennt sich da ja wirklich gut aus. Okay, das ist schon mal sehr gut, aber als erstes, also hört sich jetzt vielleicht blöd an, Entschuldigung, aber ich glaube, als erstes würde ich erst bei Vegeta melden und Vegeta, der empfiehlt mich immer gleich weiter. Der hat mir auch bei Zelda schon auch viel geholfen, der hat mir auch gesagt, hier, ich habe mit jemandem gesprochen, der mit Zelda sich gut auskennt, den kannst du ruhig anschreiben, der habe ich schon, also das macht er echt, das, der Vegeta, das ja, ist ja, ja. Und der funktioniert so sehr viel, also das ist ein ganz lieber, der Vegeta, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja gut, ganz lieber, das würde ich jetzt nicht sagen, dafür kann ich ihn zu gut, nein, Scherz. Ja, aber Vegeta ist ja auch schon lange Mitglied hier bei uns und aber ich muss auch sagen, immer sehr zufriedenstellend. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt wo ich wo ich Zelda jetzt anfange, die letzten paar Tage oder so, da sind auch ein paar Speedrunner reingekommen und ich muss echt sagen, es sind echt viele coole Leute dabei und nette Leute und die auch einen helfen tun. Und das ist das Schöne bei Speedrun oder in Community allgemein, wenn du irgendwo neu anfängst und so, die sehen, dass du echt Bock hast, dass du auch Hilfe bekommst sogar und die Tricks sagen. Richtig. Sogar. Also das finde ich auch geil. Und das ist ja auch immer so der wahrscheinlich größte oder so ziemlich der größte Unterschied zwischen Speedruns und E-Sports. Bei E-Sports ist es halt sehr kompetitiv. Du hast innerhalb deines Teams, versteht man sich natürlich sehr gut, aber die anderen Teams, das sind immer so die Gegner oder die Feinde in Anführungsstrichen. Jetzt nicht wirklich bösartig gemeint, aber, aber es geht ja halt auch meistens um Preisgelder und dergleichen. Da muss man halt kompetitiv denken. Bei Speedruns ist es dann meistens eher so ein Miteinander innerhalb der Community. Man entdeckt neue Tricks, erarbeitet eine bessere Route, so alles in Gemeinschaftsarbeit. Und erst dann guckt man ja, wer kann diese Sachen dann am besten in der Praxis umsetzen. Genau. Also das ist immer so den Eindruck, den ich habe. Es gibt natürlich auch immer Ausnahmen. Es gibt immer so ein paar schwarze Schafe, die dann um jeden Preis, weiß ich, einen Weltrekord halten wollen und dann im schlimmsten Fall sogar anfangen zu cheaten. Aber ja die halten sich für gewöhnlich auch nicht lange in der Szene. Ja, aber ich sag mal so, schwarze Schafe hast du überall, ob das jetzt Speedrunning ist oder arbeitmäßig ist, die hast du überall. Genau. So, ich mach, das kann sein, dass das Spiel ein bisschen lauter ist. Ich mache nur einen Tick leiser. Ja, ja. Achso, oh ja, stimmt. Ich muss ein Spiel, also das Spiel und den Titel noch ändern. Das ist also Resident Evil 2 Remake, glaube ich, drin, ne? Ja, das musst du in die Kategorie, gibst du einfach nur ein Resident Evil 2, weil das ist mit drin, Remake. Also. Achso. Ja, gut, dann muss ich das schnell über den Server machen. Moment. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, aber danke fürs Erinnern, Vegeta. Jetzt bloß nicht OBS hier zumachen. Wäre mir schon fast passiert. Also nicht jetzt, aber wäre mir schon mal fast passiert. Ist das hier irgendwo noch offen? Nö. Dann. Ach doch. Moment. So. Okay, dann muss ich das hier schnell noch aufmachen. Hier. Achso. Ah, das ist ja verlinkt. Ja, ich hoffe, ihr hört jetzt da nicht irgendwie. Moment, schnell aufs Dashboard da. Kann sein, dass ihr jetzt gerade irgendwelche anderen Streams da gehört habt. Weil ich gerade auf der Twitch-Startseite war auf dem Server. Also, Stream-Info bearbeiten. Einmal hier. Evil 2. Ich wollte unbedingt Scheinwerfer holen. Scheinwerfer holen. Ich finde jetzt nur Resident Evil 2 an sich. Aber Remake hatte doch, glaube ich, auch einen eigenen Eintrag, ne? Nee, hat es nicht mehr. Ach so. Haben sie zusammen gemacht. Ach so, okay, gut. Kein Wunder, dass ich. Nee, muss nur einfach Resident Evil. Du kannst, wenn du möchtest, nachher nochmal einen Titel ganz zum Schluss hinschreiben.
Resident Evil 2, also RE2R. Dann wissen die Leute dann auch, ah, das ist ein Remake. Ja, ich kann es ja auch ausschreiben. So. Oder so. Remake, welche Kategorie ist das? Das ist Leon A. Achso, ja, stimmt. Stimmt, das. Leon A. Standard. Standard, 120 FPS. 120 FPS. Oh, da hat sich noch ein D eingeschlichen. Von Tignaldo. Ja, das kann so bleiben. Resident 2. So, mal kurz gucken, ob er das auch wirklich übernommen hat. Da will Twitch ja manchmal nicht so. Ja, doch, passt. Gut. Robert. Los, nicht zu machen hier. Los, kein OBS zu machen. Bin ich auch immer so ein bisschen paranoid, wenn ich auf dem Server rumspiele. So, okay. So. Ich weiß nicht, ob man das bei mir sieht in mein OBS. Also bei euch im Stream müsst ihr es, glaube ich, sehen. Da habe ich jetzt meinen Leon. Bei das Game kann ich einen Lebensbalken eingebaut. Also können jetzt die Zuschauer sogar sehen, wie viel Leben ich jetzt noch habe. Ich habe 840 Leben. Du ja eben gefragt hattest. Also man sieht ihn auf alle Fälle. Und ja, hat sich geändert. Hatte ich auch gesehen. So, dann ist hier soweit alles eingestellt. Also kann ich jederzeit dann loslegen. Okay, Achso, Game ist gerade schlau. Stimmt, da mussten wir auch nicht mehr. Ja, ich weiß gerade. Also hier wirst du jetzt gleich mega viel klicken werden, ne? Weil das Spiel... Ja, das bin ich aber schon gewohnt bei dem Spiel. Auf jeden Fall. Und hier bin ich jetzt momentan in der Lernphase. Hier bin ich, glaube ich, jetzt Platz... Oh, wo bin ich denn da? 40 oder 45? Irgendwie so mittendrin oben. Ich kann ja mal kurz nachgucken. Ja, stopp. Ich weiß es ja, aber das ist aber schon lange her. Das ist schon, glaube ich, 12... Fast ein Jahr her, glaube ich. Das kann echt sein, dass es jetzt, und das war meine alte Zeit, glaube ich, 54 Minuten und 37 Sekunden und ich bin dabei in 53 Minuten. Also wird immer besser langsam. Ich habe auch eine lange Pause gemacht. So, mal kurz. Ach da, Platz 42. 42. Aber wie lange ist das jetzt her? Ein Jahr steht hier. Ein Jahr, ich mein, okay. Ein Jahr heißt ja hier auch, das ist theoretisch... Aber Moment, 17.02.2020. Oh, ja, wirklich knapp über ein Jahr. Ein Jahr und ein Monat. So. Da habe ich noch aktiv. Ja, da habe ich aktiv noch. Und dann hatte ich mal Pause gemacht. Und dann jetzt habe ich seit 2-3 Monaten fange ich gerade wieder an. Und es wird schon langsam wieder Fortschritte. Das ist echt gut. Wieder japanisch am schnellsten? Ich glaube ja, ne? Im Remake war das, glaube ich, auch. Ja, aber hier ist das verboten. Also hier wird nur zurzeit nur Steam. Also alle, die das Original über Steam läuft, akzeptiert. Das andere ist nicht akzeptabel. Ach so, okay. Weil die so. Resident Evil 7 haben sie damals einen Fehler gemacht, da haben sie es nicht gewusst mit dieser FPS und diesen jenes. Und hier Resident Evil 2 haben sie gesehen, ach, das ist genauso wie Resident Evil 7. Hier passen wir auf, dass es auch mal fair für alle ist so und dass alle dieselbe Chance haben. So, sonst, das hört sich jetzt vielleicht blöder an. Ich will auch das Spiel nicht schlecht reden mit Resident Evil 7. Ja, aber zum Beispiel, du hast jetzt Resident Evil 7. Ich meine, natürlich kannst du standardmäßig laufen, klar. Wir werden auch über die Steam-Vision auch laufen lassen, wahrscheinlich. Und dass es auch fair für alle ist, weil das ist ein bisschen unfair halt, wenn einer die japanische hat und die Steam-Vision, der hat 30 Sekunden Unterschied, da kommt er gar nicht ran. An den Weltrekord. Deswegen, und das haben sie gleich bei Resident Evil 2 gesagt, hey, wir wollen das nicht, wir machen Capblock gleich rein und hier kann keiner mogeln oder so. Also, dass es mehr fair für alle ist halt. Ganz kurz mal, kann es sein, dass der Timer ein bisschen komisch aussieht? Da zwei Sachen überlappen? Also, zumindest sieht es im Stream gerade ein bisschen seltsam aus. Warte mal, ich gucke mal. Das kann jetzt sein, weil ich jetzt im Menü bin. Ich guck trotzdem mal. Hm.
Nee, sollte normal sein, aber es kann sein, dass die Schrift zu klein ist. Das ist eben die Schrift. Ich sehe zum Beispiel zweimal eine Zeit. Achso, ist wegen Menü. Ah, okay. Ja, das Menü sieht so ein bisschen komisch aus. Aber ich kann das auch noch. Warte mal. Ich kann das auch noch ein bisschen anders machen. Bla bla bla. Text. Und währenddessen kann der Chat ja mal nochmal Feedback geben wegen der Lautstärke, ob es jetzt so in Ordnung ist. So, sollte jetzt besser klarer sein, auf jeden Fall. Natürlich, das ist jetzt ein bisschen blöd noch, weil der Hintergrund die Option neu ist und so, aber das geht direkt weg. Mhm. Oh, okay, gut, gut. Das meinte ich nämlich mit den Sachen da im Hintergrund. Ah, okay. Deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt. So, ich mach noch einmal einen Test, ob alles nochmal. Ups. Alles nochmal läuft. Und Sound scheint zu passen. Lieber jetzt einmal nachfragen, als dann während des Runs. Da ist es immer ein bisschen doof, wenn man dann irgendwas am Sound noch umstellen muss. Ja, das stimmt. Kennst du mit Resident Evil 2 aus, oder? Ja, also besser als mit Resident Evil 7 auf alle Fälle. Auch wenn ich das Remake, das ist nämlich auch mein nächster Schandfleck, ich habe das Remake von Teil 2 auch noch nicht gespielt. Ah, okay. Aber ich kenne halt das Original von damals. Ist zwar schon eine Weile her, aber da kann ich doch schon ein bisschen was sagen. Okay, gut. Aber wobei das Spiel rausgekommen ist und das gespielt habe, ich hab's echt, also ich fand's richtig gut. Mhm. Ja, ich habe auch nur Gutes davon gehört. Und dein Name ist von sogar schon gefallen. Nicht im Positiven. Nein, Scherz. Also Exo ist halt auch selber Resident Evil Speedrunner, also Resident Evil Extreme Master. Und einer aus unserem Kommentatoren-Trio für die Resident Evil Spiele, standardmäßig. Okay, Game ist immer noch lauter. Achso, okay, ich war gerade verwirrt. So, nee, ich war, spielst du laut, oder? Moment, ich versuche. Weil ich hab dich jetzt nicht, weil das Spiel ist ein bisschen laut, weil ich muss dann, tatsächlich, bei Resident Evil 2 ist es ein bisschen anders. Mhm. Da muss ich halt echt viel hören, ob ich auch die richtig Treppen tue oder nicht. Weil da hörst du, im Game hörst du richtig dieses Dann machst du halt viel, Schaden halt, wie die FPS-Zahl halt. Ja, und das Spiel ist halt immer noch lauter als wir beide. Okay. Also ich glaube im Moment würde es mehr Sinn machen, wenn wir uns beide selber einfach ein bisschen lauter stellen noch. Ja. Dann musst du das Spiel nicht zu leise machen, sodass du die Sachen noch hörst. Und trotzdem hört man uns dann ordentlich. Dann kann es natürlich sein, dass ich für dich hier im TS vielleicht ein bisschen zu laut bin. Okay. So, ich kann dich, wie gesagt, ich kann dich separat auch noch lauter stellen. Sag mal was. Blabla, ich rede mal ein bisschen. Ich hoffe, ich hau dir jetzt nicht das Trommelfell weg. Du bist bei mir jetzt gelber Balken, so ungefähr. Hm, okay. Bin ich denn jetzt für den Chat auch gut zu hören? Mach doch mal den Spiel nochmal nebenbei an. Achso, ja, genau. Da hört man es mal quasi in der Praxis. Blabla kann wegen am besten. Oh ja, das kann ich. So, also jetzt rede ich mal während des Spiels. Jetzt kannst du mal ein bisschen rumballern da oder ja gut, rummessern vielmehr. Ja, dann laut und deutlich, okay. Besser. Das ist schon mal gut. Das lese ich gerne. Ich meine, dadurch, dass es jetzt relativ spontan Resident Evil 2 nochmal zusätzlich geworden ist, dadurch ist es natürlich jetzt alles nicht ordentlich eingestellt. Ja. Weil jetzt einmal, ich habe jetzt so gedacht, machen wir nochmal schnell einen Run nochmal. Weil das dauert auch nicht lange, der dauert höchstens. Genau, und Techno, du bist jetzt halt natürlich noch ein bisschen zu leise. Ich bin noch zu leise. Hm? Soll ich mich lauter machen? Ja, also am besten OBS einfach ein bisschen Gain aufmachen. Weißt du, wie das geht? Ja. Okay. Ich frage es sicherheitshalber mal nach. Ja, ich hab noch Equalizer laufen. Ich mach mir gleich über Equalizer laufen. Mhm. So, Moment. Bla bla bla. Ja, ja. So, jetzt müsste ich noch lauter sein. Okay. Sind wir jetzt beide gut zu hören?
One, two, one, two, check yourself. Ich mach das Spiel mal für euch nochmal an und mach mal so ein bisschen Damage. So, jetzt fängt er schon wieder an zu singen hier. Ich wollte auch nochmal was sagen. Möchtest auch was sagen, dann sing doch mit. Dann wissen wir beide, wo dran wir sind. Oh, scheiße. Dann haben wir aber keine Zuschauer mehr. Ach so, scheiße, sag das doch gleich. Verdammt. Hört sich gut an, meint Bloodbark. Okay. Und hallo, ist Bloodbark. Glaub ich, hatte ich jetzt noch nicht gelesen hier. So, da kann ich noch. Und so, TJ Games schreibt auch Post. Okay. Sehr gut. Ja gut, dann denke ich mal, lassen wir das so. Ne? Ja. Es sei denn, es gibt noch Beschwerden. Wer etwas dagegen hat, möge jetzt sprechen oder für immer schweigen. Ich denke, das passt. Hi, Robson. Ja. Dann fangen wir an. Aber Leute, es kann jetzt sein, dass du mehr hier das hört. Ja, das ist nicht schlimm. Wie gesagt, ich bin es gewohnt von Resident Evil 2 Speedruns. Okay. Also nicht nur von denen, aber... So, dann erstmal viel Erfolg schon mal. Ja, danke. Aber ich werde jetzt auch keinen Neustart machen oder so. Ich werde komplett durchlaufen. Also hier habe ich noch viel Zeiten offen. Also das wird jetzt noch kein Weltrekordjagd, das nicht. Aber wenn echt alles super laufen tut, ich könnte von echt 20 Plätze gut machen. Oh, okay. Oh, dann sind wir gespannt. Jetzt sind natürlich die Erwartungen hoch, ne? Ja, aber da muss ich jetzt aber nochmal neu starten. Aber es sind nur die ersten 30 Sekunden. Ja gut, das passt schon noch. Okay. Ich kann dann ja auch mal sagen, bis wohin ich Resident Evil 2 gespielt habe damals. Ja, kannst du euch gerne erzählen. Also, wärst du jetzt noch 10 Sekunden weitergelaufen, hätte ich dir schon nennen können. Okay, machen wir das nochmal. Wiederholung. Und bestimmt kann Nobody hier auch ein bisschen was aus dem Chat heraus beitragen. Bestimmt. Also, genau. Ich weiß gar nicht, oder ich kann mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern, Nobody meine ich jetzt. Runs du auch das Remake? Bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Das Original auf alle Fälle. Aber wie gesagt, beim Remake bin ich mir gerade nicht ganz sicher. So, und zwar bis hier bin ich gekommen. Bis zu dieser Tür. Und dann habe ich erstmal ausgekommen. ich wollte eigentlich zu dem Zeitpunkt nur testen, ob's. Also generell hatte ich mir da eine neue Grafikkarte geholt. Ja. Und wollte mal so ein paar anspruchsvollere Spiele austesten, ob die jetzt ordentlich laufen. Und Resident Evil 2 lief ordentlich, aber zu dem Zeitpunkt wollte ich mir eigentlich für den Stream aufheben, deswegen wollte ich nicht weiterspielen. Ach, auf den Stream warten die Leute bis heute. Das kommt ja auch noch. Genau. Und wenn nicht, dann werde ich dazu bringen, dass du das spielst. Jetzt sitzt er auch neben dir, beschworen. Halt auch deine Händchen. Oh, nee, ach, damit habe ich eigentlich weniger Probleme. Okay, dann. Ich schreck mich dann zwar gerne mal, aber ich glaube, das ist für die Zuschauer auch ganz witzig. So, Was man schon mal generell zu Resident Evil sagen kann, was hier in dem Fall auch zutrifft, was aber viele gar nicht wissen, es gibt, oder man hat ja eine Lebensanzeige. Und diese Lebensanzeige besteht eigentlich sogar aus Zahlen, so wie man es jetzt unten links sieht durch dieses Overlay. Und jede Attacke, die Gegner machen, raubt halt mal einen bestimmten Wert davon. Und ja, alles, was wir an Heilzeug benutzen können, das stellt halt eine bestimmte Anzahl an Lebenspunkten quasi wieder her. Normalerweise sieht man ja nur diese Linie da, diese EKG-Linie. Aber da stecken tatsächlich Zahlenwerte hinter. Und darunter, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst genau oder nicht, da ist das ja, was wir am Anfang gesprochen haben bei Resident Evil 7, da ist das Ranked-System drin. Genau, das DA-Rank. Genau. Ne? Also DA-Rank 5, richtig, naja. Genau, ist richtig. Moment, ich kann ja mal sogar auf Vollbild machen hier. So. Dann sehe ich das noch ein bisschen besser. Genau. Die Schwierigkeit vom Spiel passt sich auch dynamisch an. Genau davon hatten wir nämlich gerade geredet. Genau. Das hatten wir ja vorhin bei Resident Evil 7 auch schon mal erwähnt, wobei es da halt ein bisschen anders funktioniert, das ganze System. Aber hier ist es halt so, je besser man spielt, desto schwerer wird das Spiel, so ganz grob gesagt. Genau. Das kann halt mal dazu führen, dass ich beim ersten Mal spielen, ist man ja normalerweise nicht ganz so gut.
Und dass man da irgendwie einen Boss problemlos besiegt und man es dann das nächste Mal durchspielt und da wirklich durchrusht, dass man plötzlich bei demselben Boss massive Probleme hat. Das kann durchaus an diesem Ranking liegen. So, wir spielen Leon. Das ist zumindest im Original damals, ist das der erste Auftritt von Leon Kennedy oder Leon S. Kennedy. Oder S. Kennedy war es, glaube ich, ne? Ja. Auf alle Fälle der erste Auftritt von Leon ist es gewesen. Leon ist zu diesem Zeitpunkt ein frisch gebackener, ausgebildeter Polizist, der im Raccoon Police Department halt quasi seinen ersten Tag hat. Richtig. Und es ist, sagen wir mal, nicht der beste erste Tag, den man haben kann. Da passiert komische Dinge an seinem ersten Tag. Genau. Der andere Charakter, den wir spielen können, das ist Claire, also Claire Redfield, die Schwester von Chris Redfield aus dem ersten Teil. Und die sucht halt ihren Bruder einfach nach den Vorkommnissen aus Teil 1. Logischerweise spielt Teil 2 auch chronologisch nach Teil 1. Das mal so zu den Grundlagen. Young Keck Kennedy. Chris Roadfield. Okay. Das ist echt jetzt die Frage. Was für eine Frage, Exo? Ich weiß jetzt nicht mehr, auf was sich das bezieht. Egal. Auf alle Fälle gibt es hier in dem Spiel eine sehr interessante Mechanik, und zwar der Mr. X. Und Mr. X wird, um es mal ganz grob zu formulieren, der wird einfach von Lärm angezogen. Das heißt, je lauter wir sind, je mehr wir rumballern, desto höher ist halt die Chance, dass wir dann plötzlich von Mr. X verfolgt werden. Mr. X ist infiziert mit quasi einer Variante des T-Virus, und zwar in dem Fall der G-Virus. Genau, G-Virus. Ich komme da immer so ein bisschen durcheinander, deswegen muss ich mal kurz überlegen. Und G steht in dem Fall für Golem. Mr. X ist. Mr. X heißt eigentlich Golem. Also, kann man beide Namen benutzen, aber Mr. X hat sich so mehr eingebürgert mittlerweile. Da ballert der Typ wieder Goldsplitz raus, genau. Ja, langsam. Exo, das entscheidest du nicht ganz einfach. genau, Jovius. Jetzt hätte ich einen Namen doch fast falsch ausgesprochen, glaube ich. Richtig, also Resident Evil 2 und 3, die spielen nachher wiederum parallel. Resident Evil 3 fängt chronologisch gesehen sogar kurz vor Resident Evil 2 an, hört aber dann nach Resident Evil 2 auf. Und deswegen haben wir in Teil 3, auch im Remake, haben wir zum Beispiel auch dieses ganze Polizeirevier hier. Also nicht wundern, wenn es klicken irgendwann wieder lauter wird. Also schon mal. Also im Moment höre ich da nichts, aber im Moment musst du ja auch nicht, weiß ich, wie viel klicken, ne? Nee, aber das ist. Hier ist es echt. Resident Evil 2 hast du echt Beschäftigung von Anfang an bis Ende, ne? Also die ersten 10 Minuten. Jetzt kommt mein Freund hier, der. Ich habe ihn so Kevin genannt, hört sich vielleicht blöder an, ich weiß. Aber jeder Zombie hat so einen eigenen Spitznamen bei mir gekriegt. Ich weiß immer, da heißt Kevin, da habe ich eine Barbara, habe ich eine Jenny, also die haben alle einen Spitznamen bei mir. Ich glaube, ich muss mir das auch mal angewöhnen, wenn nenne ich die alle nach German Schmidt werden. Je nachdem, wie die sich verhalten, gucke ich dann mal, zu welchem German Schmidt liegt, ist das am ehesten. Ja, zum Beispiel, das ist mal, ich sage immer zu ihnen Chugeboy, ich weiß nicht, ob das okay ist. ja, doch. Solange es nicht böse gemeint ist. Nein, im guten Sinne, aber für den habe ich einfach keinen Namen gefunden. Wir haben gesagt, okay, nimm den so. Ich überlege gerade, Kevin war der erste Zombie, den du da benannt hattest. Genau, mit die gelben Weste. Genau, der dich das liegt aber, wollte. Das hat jetzt auch kein. Soll auch jetzt auch nicht böse sein, weil er so dick ist oder so. Weil mein Mord, der heißt Dark Socke. Und der hat mich immer geärgert und sagt, oh, der könnte auch Kevin heißen, ne? Ich sag, wie kommst du jetzt auch, ne? Ich beiße auch gern. Also, okay, dann nenne ich den Kevin. Also, okay. Habe ich ihn mit meinem Mod benannt.
den ersten Zombie von den würde ich Exo nennen. Aber weil der so gerne kuschelt, offenbar. Kuscheln? Ja, ja. Genau. Warte mal, ich guck mal. Die kuschelt gerne, das ist Jenny. Oh, achso. Jenny, komm. Ja, dann ist das jetzt Exo. So. Also bei mir zumindest, ne? Ich benenne die dann ja eigenständig. Eher langweilig, wenn ich jetzt einfach deinen Namen übernehmen würde. Nicht die Jenny. Es ist gerade in dem Razy-Tommy-Team ein Platz frei geworden, Interesse. Vegeta sagt nein. Aber was ich halt an den Remakes so toll fand, auch an HD Remaster bzw. an Resident Evil Rebirth, also das für den Gamecube damals schon, das Remake, ist halt wie so das Grundspiel nochmal komplett neu interpretiert wurde. Und man merkt halt, okay, das ist das Gebiet und das ist das Gebiet, aber es fühlt sich halt trotzdem alles nochmal komplett neu an. Komplett frisch. Das finde ich richtig klasse. Also generell muss man ja auch dazu sagen, wenn Capcom eine Sache wirklich gut kann, dann sind es Remakes. Ja gut, und Fortsetzungen, wenn man an Street Fighter 2 gesehen hat. Oder naja, Fortsetzungen im Sinne von Ableger. Genau, das war knapp an der Leiter da eben, ne? Also ich glaub, was? Nee, ich hatte so komische Geräusche gemacht, so. Ach so. Weil der Zombie mich fast gekriegt hat. So. Aber es ging noch gut. Hat das einen Sinn, dass du da mit der, ich sag mal, mit der Taschenlampe so rumfuchtelst? Kannst du damit irgendwie schnell die Treppen runter? Du meinst die Steps? Ja, genau. Ja, hat das. Da tue ich so ein bisschen. Naja, wenn du eine Treppe runter gehst, ne? Da gehst du normal runter. Und wenn du die Waffe seitlich rechts klickst und Steps machst, nach unten gehst, dann tust du nicht mehr gehen, sondern runterklitschen. Also so eine runterklitschen. Okay. Ich weiß nicht, wenn man das genau richtig nennt, aber. Also ich kenn's von. Achso, Entschuldigung. Gleiten. Nee, alles gut. Aber es nennt man so Gleiten oder so. Ich kenn's halt als Stair-Skating oder Stair-Gliding aus HD Master. Das funktioniert's dann ein bisschen anders, aber. Also sieht auch ein bisschen anders aus. Vor allem sieht's total bescheuert aus, aber. Es funktioniert halt. Ja, es sieht ja vielleicht auch nicht schön aus, ne? Aber das funktioniert auch. Also wenn du das echt machst, sparst du eine Menge Zeit. Was mache ich jetzt hier oben auch? Also 1, 2, 3. Du bist schneller, viel, viel schneller oben als. Sonst nimmt der Leon jede Stufe und das kannst du einfach ausblenden, wenn du diese Steps machst halt. Okay. Du spart quasi an jeder Treppe so ein kleines bisschen Zeit. Genau. Und diese Sidestep, ich finde das mega schwer, also wenn man das raus hat, wie das funktioniert, aber das geht schon in der Handgelenke, deswegen habe ich immer meinen Handschuh mal an, weil das ist ein Spiel halt, das echt in der Handgelenke geht, wenn du so immer links, hoch, runter. Eben. Es gibt ja tatsächlich auch Speedrunner, oder in dem Fall dann wohl eher so ehemalige Speedrunner, die halt echte Probleme so mit den Kapillartunneln haben. Da hatten wir uns, war das schon im Stream? Nee, das war, glaube ich, vor dem Stream noch, ne? Da hatten wir uns ja auch schon mal kurz drüber unterhalten. Ja. Und gerade wenn man halt so viele Inputs in kurzer Zeit macht, das kann halt schnell aufs Handgelenk gehen. Und, ja. Ja, auf Dauer kann das tatsächlich das Handgelenk so weit schädigen, dass man dann gar nicht mehr ordentlich speedrunnen kann. Also bei mir ist es so, also wenn ich jetzt wirklich Hardcore spiele und nicht zwischendurch Pause mache, so 3-4 Stunden, dann fängt mein kleiner Finger an, taub zu werden und dann kann ich das nicht mehr spielen und dann sage ich entweder gut und mach Feierabend, ne, bevor ich Schmerzen habe, höre ich lieber auf. Oder ich spiele was anderes, was nicht meinen Finger belastet halt, ne? Richtig. Halt, ich brauche meinen kleinen Finger hier halt für Sprinten halt. Und man kann natürlich hier auch die Einstellung einstellen, dass man automatisch, also das heißt, einmal raufdrücken und dann läuft der Charakter automatisch immer schnell, aber ich will ihn vernünftig steuern können und dann kann ich nicht jetzt, wenn ich sage, Leon soll stehen bleiben,
Bei manuellen Einstellungen bleibt er sofort stehen und bei automatisch kann er noch sein, dass er noch 2-3 Meter weiterläuft. Das ist halt. Ach so, ja. Mhm, ja klar. Geht halt auf die Präzision im Endeffekt. Genau. Kann halt mal sein, dass genau diese 2-3 Schritte, die er dann zusätzlich noch nimmt, dass die dafür sorgen, dass ein Run komplett kaputt ist. Genau, richtig. Danke. Siehst du? Du bist perfekt als Co-Kommentator. Oh. Oh, das höre ich gerne. Axel, du hast es gehört. Oh oh. Jetzt bist du neidisch. Ich wollte gerade sagen, schäm dich, aber das passt ja überhaupt nicht in dem Moment. Oh. Ohne Weltrekord endet der Stream nicht. Veto? Also, ich würde euch brauchen wir da jetzt nicht aufbauen. Also, ich bin ganz ehrlich, ich mache jetzt auch hier zwischendurch Fehler und alles. Das ist also, aber das ist alles okay noch. Ich meine, wenn man mal so auf die Splits guckt, es ist, ich sag mal, für deine Verhältnisse, das klingt jetzt irgendwie negativer, als es eigentlich sein soll, aber für deine Verhältnisse ist es gerade ein fantastischer Run bisher. So, ja, sag ich mal. Aber ich weiß noch, da geht noch mehr. Eben. Ja, da geht noch mehr, aber so ist das vollkommen okay. Also. Richtig, wir brauchen mal ein bisschen mehr Hype für die ganzen Goldsplits. Hier auf diesem Kanal sagt man nicht Hype, wir sind zivilisiert, wir sagen Rummel. Nein. Also sagen wir tatsächlich, aber das kommt halt, das ist so ein, ja, ist eigentlich schon fast Running Gag. Weil die Franzosen damals zu uns gekommen sind, als deren Server ausgefallen ist. Also es war sogar noch vor meiner Zeit, da gab es den German-Kanal an sich noch gar nicht. Aber das Konzept war halt schon da. Und da haben die dann versucht, das Wort Hype ins Deutsche zu übersetzen. Mit so einem Google-Translator, was für ein Translator auch immer die benutzt haben. Ja, da kam halt Rummel raus. Und das hat sich irgendwie gehalten, dieses Rummel. Genau wie der Name German, der auch von German und French kommt. Das ist halt so eine Anspielung an diese deutsch-französische Speedrun-Freundschaft. Oder und mit denen arbeiten wir ja generell sehr eng und sehr gerne zusammen. So, da unten lief es echt mega gut. Oh, das kann jetzt was werden. Jetzt bin ich mal gespannt gleich in den einen Raum. Dann werde ich gleich, ich weiß nicht, du kennst ja die Aktion... Mit die Pumpe, mit die Wasserpumpe, wenn man hochlaufen muss. Also den alten Teil bestimmt, ne? Mhm. Das wird jetzt hier auch gleich passieren, aber ich werde gleich hier bei 2 Zombies so vorbeilaufen. Und das ist schon eine enge Nummer. Also ich werde gleich versuchen, die Pumpe anzuschmeißen, dabei noch 2 Zombies zu laufen, die Schüssel und dann schnell wieder raus. Diese Aktion hier zu machen, das ist auch mega schwierig. Also, okay. Ist echt nicht leicht. Also ganz kurz nochmal still, wenn es geht. Ja, klar. Achtung, es geht los. Oh Mann, hoffentlich klappt das jetzt hier beim ersten Mal schon. Nein, das klappt noch nicht, aber dadurch komme ich. Das sieht gut aus. Eins. Ich komme vorbei. Ja, nice. Gut, alles gut. Hat gepasst, alles. Leider wollte ich die Pumpe gleichzeitig mit aktivieren, also das hat da nicht geklappt, aber ich bin da gut vorbeigekommen. Okay. Oh Mann. Ich habe ein Problem, ich habe nur einen Schuss. Was machen wir jetzt? Oh. Da kommt auch Resident Evil Feeling auf. Ganz wenige Schüsse nur noch haben. Oh oh. Und Mr. X kommt jetzt auch noch als Besuch. Für den letzten Schuss nutzen, um den Hut wegzuschießen. Nur so. Wollte ich auch, aber ich denke so, ich brauche lieber doch den Schuss noch. Wollte ich eigentlich auch machen. Ah, vielleicht beim Rückweg. Oh. Was? Die Guten gehen immer zuerst. Ach so, oh Mann. Wird doch sehr lange bleiben. Okay. Was hast du jetzt gesagt, Blatteif? Übrigens, hier gibt es auch ein kleines Easter Egg im dritten Teil. Also müsste genau dieser Raum gewesen sein. Im dritten Teil hängt da ja oben so ein Welcome. In so einem Ballon sind es nicht, aber so eine Aufhänger halt. Und halt für Leon. Seine Willkommensparty sollte das ja eigentlich sein. Und da liegt auf dem Tisch noch ein zusätzliches L. Und das ist eine Anspielung darauf, dass, ich weiß nicht mehr, ob es in Teil 2 oder Teil 3 damals gewesen ist, im Original. Da hatten sie einen kleinen Schreibfehler drin. Da stand Welcome Doppel-L oben. Und ja, darauf haben sie halt eine kleine Anspielung gemacht, indem sie halt
zusätzliches Elder auf den Tisch einfach gelegt haben. So, nicht wundern, warum ich gleich an die Tür schieße. Das mache ich extra, damit die Zombie kommt. Die ist aber dann nicht aktiv. Wird jetzt sein. Ja, der ist jetzt nicht aktiv. Ich habe einmal geschossen, dass er absichtlich zur Tür läuft, aber der macht nichts, weil er nicht aktiv gerade ist in dem Moment. Das ist auch ein kleiner Trick. Ah, okay. Sonst wäre er normalerweise aktiv und würde mich jetzt beißen. Da muss man auch erstmal wissen. Ja. So was muss man erstmal kommen. Ach, da gibt es ja auch kleine Tricks, gibt es ja auch. Auch das Spiel ist ja, wenn man es einmal so drauf hat, relativ stabil von den Zeiten her, ne? Ja. Wobei ich sage jetzt so normal, wäre ich jetzt. Wenn ich echt super laufen würde, richtig, richtig gut. Ich habe am Anfang noch ein paar Fehler gemacht. Aber es ist normal, wenn ich ins Spiel umsteige. Bin ich jetzt 10 Sekunden langsamer, aber trotzdem von meiner Spitze her ist es echt noch mega gut. Ja, eben. Ganze, also im Moment sieht man ja nur noch Goldspitz. Ja, ja, deswegen sage ich ja. Es ist, ich laufe da gerade, also normalerweise so ein Glück habe ich nie. Ich bin wirklich da immer, immer nach 10 Minuten Neustart. Entweder beißt der Zombie mich. Gut, das war jetzt auch kein guter Move, aber ich habe meine ganzen Messer noch. Und mein Lebenbalken ist noch voll. Und meine RNG ist auch noch, also mein Rank ist auch noch gut. Von daher sage ich, wie gesagt, auch wir die Zeit jetzt für mich persönlich noch nicht, also, ja, also, du kannst mich schon verstehen, wie ich das meine, ne? Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst, ne? Ja. Aber ich glaube, die Leute sind zufrieden damit, ganz viele Goldsplit zu sehen. Ja, das könnte hier. Wir sehen das jetzt hier auch, oder nicht? Nein. Okay, jetzt ist es interessant. Was macht er? Oh, ich komme da echt vorbei. Oh mein Gott, das läuft echt gut. Was ist denn hier los? Mal gucken. Wir werden Zeuge eines Weltrekords. Das läuft einfach im Moment. Sehr gut. Kannst du weitergehen? Oh mein Gott. Wow, das läuft echt gut. Das Schlimme ist, ich sehe das ja immer so ein bisschen verzögert im Moment. Aber deswegen, ja, dadurch werde ich halt auch immer so ein bisschen quasi vorgewarnt. Kann dann darauf achten. Ich bin aber geschockt. Jetzt wäre so ein Pulsmesser ganz gut im Stream, ne? Oh, ich glaube, da wäre ich schon 120. Und Nobody stimmt. So ein kleines Easter Egg gab es ja in Teil 3, also im Remake von Teil 3 auch. Dass Carlos da nach einer Weile was gesagt hat. Mit 1200, Also dann würde ich sagen, nee, den Run brechen wir mal ab. Was? Weil, nein, wenn du jetzt einen 1200er Puls hättest. Ach so. Würde ich sagen, nee, den Run brechen wir mal ab, damit Tignal ins Krankenhaus kommt. Oh, jetzt hat er mich gebissen. Sissi, das war böse. Bist du die Unarmauer? Sissi. Oh Gott. Ja, genau. Lass das. Pui, aus. Ja, genau. Ich habe leider die Zugangsdaten zu meinem Peter-Mitarbeiter-Account nicht mehr. Die werde ich mich in solchen Fällen dann immer gerne eingeloggt und dann irgendeinen Blödsinn geschrieben kurz. Ach so, Nobody, jetzt weiß ich, was du meinst. Die Lebensanzeige, die war zu dem Zeitpunkt noch bei 1200, oder? Ja. Okay, ja gut, dann, ja, habe ich das falsch verstanden. Scheiße. Bin verklickt. Ah, also okay. Ah, okay. Na gut, hat ein bisschen länger gedauert, aber ja. Am Ende hat es ja doch gedauert. Kill the animals, save the frames. Oh ja. Kann ich auch mal kurz im Chat fragen, also für die Leute, die dieses Kill the Animals kennen aus Super Metroid. Kill the animals oder kill the frames? Nee. Ja doch, doch, war richtig. Also Zeit sparen oder die Tiere retten? Zeit sparen. Okay, so gehört sich das. Ich sag jetzt lieber nix. Ach, Ada. Immer Zeit sparen, oh ja.
So eine halbe Minute schon drin. Okay, nice. Und könnte tatsächlich, also du bist zumindest auf einem sehr guten Kurs für eine neue PB. Im Moment nicht. Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts gejinxt. Nicht, dass jetzt ab jetzt alles schief läuft. Nein, alles gut. Nix ist nur halt doof. Halt, naja, gut, es geht noch. Der Hund hat mich gebissen. Geht ein bisschen Rank minimal ein bisschen runter, aber das ist alles okay. Ich bin trotzdem. Normalerweise, wie gesagt, die ersten 22 Minuten, das sind die schlimmsten. Mhm. Wenn das okay. Messer verlieren tut oder viel verletzt bist, dass du viel Pflanzen nehmen musst, und das ist echt mega doof. Mhm. Da ich aber noch keine Heilung genommen habe, ist das schon sehr, sehr gut. Und genau diese 22 Minuten hast du jetzt auch hinter dich gebracht. Die nächsten 22 Minuten sind noch schlimmer. Oh, okay. Gut. Sag mal, die 10 Minuten, das geht jetzt, ne? Aber wenn wir gleich beim zweiten Boss sind, William 2, also wir sagen dazu G2. Mhm. Ab danach, da wird's wieder schlimm. Boah. Das jetzt alles, was kommt, ist okay. Ist auch nicht einfach, aber es ist besser als im Police. Okay. Hier war das ja mit den Szenarien ein bisschen anders als im Original damals, ne? Genau, in diesem Krokodil sind wir jetzt. Ja, jetzt kommt. Achso. Ja, guck, das Krokodil. Na stimmt. Ich glaube, das kam ja hier. Ich hatte. Entschuldigung. Und das ist jetzt auch so ein kleiner Vorteil von mir. Ich hatte es halt bei Nobody jetzt vor kurzem gerade gesehen. Also das Original zumindest. Deswegen habe ich es auch noch vergleichsweise gut in Erinnerung alles. Die Handtasche, richtig. So, da ist das Krokodil und das will mich fressen. Das ist aber nicht gut. Hier war das doch so, dass man nach links und rechts ausweichen musste. Ne? Genau. Ich habe ihm irgendwann mal so einen Spaß erlaubt, da habe ich immer mal gesungen dabei, wenn das Krokodil kommt. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Und ich will den Ticknum gerne fressen und so. Ich jetzt eher so, ich bin der Krokodil. Ja. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, dieses. Ja, kenne ich. Ja, Brettspiel in Anführungsstrichen. Stimmt. Die Schnappi, ihr könnt auch. Gut schnappen? Richtig Mondschein. Genau das. Das sieht grafisch halt auch so, so geil aus. Und ich meine, das Original Resident Evil 2 sah ja damals auch schon nicht schlecht aus, gerade für die Zeit. Und ist auch im Vergleich zu Teil 1 zumindest ist Teil 2 ja auch richtig gut gealtert. Aber ich glaube, wenn man das hier eine Weile gespielt hat, dann kommt man auch an Teil 2 nicht mehr, also ins Original nicht mehr so richtig ran. Also ich muss ganz ehrlich, das Game hier, Resident Evil 2, wo sie das so rausgebracht haben, die haben echt viel gearbeitet mit ihren wollten erst in die Ego-Inspektive gehen, ne? Also First Person, ne? Dann haben sie sich doch wieder überlegt, vielleicht ist dritte Person besser, die so, ich finde First Person viel, viel besser, aber trotzdem, ich finde, das Spiel ist echt mega gut geworden, haben sich echt viel Mühe gegeben, grafikmäßig hier, also das Spiel ist echt, echt mega gut geworden. Eben, es ist nicht einfach nur so ein billiges, ja, wir schrauben einfach mal die Grafik oder die Auflösung ein bisschen hoch und bringen das als neues Spiel raus, sondern es ist ja wirklich komplett überarbeitet. Ja, komplett, ja. Die Eule ist doch fake, wer trägt denn die Indoor eine Sonnenbrille? Ach, was trägt die Indoor eine Sonnenbrille, ja? Ja, es ist halt Ada. Ja, und Ada muss immer irgendwie cool aussehen. Erfolgreich übrigens. Sie sieht ja auch irgendwie mal cool aus. So, das hier ist eine neue Mechanik. Die gab es im Original damals noch nicht. Dieses, ich weiß immer noch nicht genau, was für ein Gerät das sein soll, aber mit dem kann man halt so hacken. Die Schaltkreise. Bitte? Kannst du die Schaltkreise hacken? Also das Ding soll genau hacken. Genau, aber hat das irgendeinen bestimmten Namen? Weißt du das jetzt? Nee, jetzt so nicht. Also. Okay. Ich sag immer Hacktime. Also. Hacken so, halt, ne? Also, ich muss ja halt manipulieren, die Schalter und so, ne? Mhm.
Man sieht hier schon, du kannst es auch durch die Wände hindurch machen. Und genau. Ich glaube, damit sparst du halt auch ein bisschen Zeit, ne? Genau, musst du sogar auch. Also du kannst es auch vormachen, aber durch die Wände, bestimmte Punkte, kannst du es auch machen. Mhm. Hübsches Kleidchen, ja. Und dass sie sich in dem Kleidchen, ich glaube, High Heels hat sie auch noch an, ja. Dass sie sich da auch noch so gut bewegen kann hier. Das ist schon erstaunlich. Ich auch. Das Schlimme ist aber, bei Ada glaubt man es tatsächlich, dass sie das drauf hat. Ich kann das bei ihr mir vorstellen, dass sie das drauf hat, dass das so laufen kann. Kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Eben. Anders als, weiß ich hier, ich nehme mal Jurassic World als Beispiel, wo die dann High Heels vor dem T-Rex wegrennt. Ich mir dachte, okay, jetzt ist endgültig der Tiefpunkt der Jurassic World-Reihe erreicht. Meinst du, von T-Rex musst du noch weglaufen? Also los ist doch gar nicht mehr, meinst du? Eigentlich lohnt es sich nicht mehr. Ne? Vor allem in High Heels nicht, aber naja, gut. Man kann es ja trotzdem besuchen, meinst du? Richtig. Bei Resident Evil 4 war das Kleid praktischer für die Bewegung. Ja, das stimmt. Das stimmt, Heito. Und hallo, übrigens. Dachte mal, man kann einfach stehen bleiben und der T-Rex sieht einen nicht. Ja, gut. Naja, wenn ich den T-Rex sehe, dann sieht er mich ja auch nicht, ne? Kann man auch machen, ne? Ja, stimmt, das auch. Nee, aber. Wenn das der einzige Grund wäre, warum Jurassic World so ein schlechter Film war, naja, dann. Egal. Ja, Jurassic Park 1, den kann man sich immer wieder angucken, der ist richtig gut. Oder das Buch lesen, das ist auch gut. Wenn man nur einen Film kennt, wird man vom Buch tatsächlich noch oftmals überrascht. Bin nur mit einer Gehirnzelle da, aber hallo. Ja, für Resident Evil reicht eine Gehirnzelle, würde ich sagen. Oh. Ich glaube, ich habe dich jetzt versehen beleidigt. So. Ich glaube, der Knall, du hast gar nicht zugehört. Nee, ich habe nicht zugehört, weil... Ach, gut. Nein, ich habe nicht zugehört, weil... Ich musste mich gerade diese... Das ist auch so eine Phase halt. Da muss ich mich gerade konzentrieren. Hm? Nee, ist ja nicht schlimm. Was hast du denn gesagt? Ist in dem Fall sogar ganz gut. Nee, Taito meinte, er ist nur mit er, sie, ich denke mal er, ich weiß es halt aber nicht genau, ne? Also verzeihung, wenn ich falsch gendere oder so. Aber Taito meinte, ist nur mit einer Gehirnzelle da. Da hatte ich nur gesagt, ja, für Resident Evil reicht das doch. Das war eigentlich nicht mal als Beleidigung gemeint, das ist mir erst im Nachhinein so aufgefallen. Alles gut. Wird das gut? Oh. Exo, du hast tatsächlich recht. Das Lustige ist, dass der Venisiraptor über T-Rex redet. Ah, Mann. So viel Gold in den Splits, oh ja. Oh ja, Mann, ich bin jetzt gerade auch ein bisschen. Guck der aber so doof gerade. Warte, achso, da, 55, 40, 41. Ja, Quatsch, ja doch. Ist dein PB im Moment. Ja, wenn das so weitergeht, dürftest du auf unter 55 Minuten kommen. Ist ja nochmal so ein kleiner Meilenstein quasi. Ja. Moment, ja, habe ich tatsächlich noch. Unten steht 34. Also jetzt laut den Split musst du ja leider nochmal neu machen. Mhm. Ja, weil ich habe gesagt, ich habe ja lange nicht mehr gespeedrunnt das Game und habe wieder angefangen. Warte mal kurz, muss ich ein Messerpack picken? Ja, klar. So. Wenn man jetzt so bei mir gucken tut, das kannst du unten ganz gut sehen. Career Pace, das ist da unten 55.02. Also wenn das so laufen würde, würde ich jetzt erstmal 55.02 haben. Mhm. Naja, wenn jetzt eine Minute kommt, dann sind das schon 54 Minuten. Mhm. Ich sehe gerade, deine PB ist ja gar nicht 55.40, sondern genau. 54.37. Gut, aber wir gucken einfach mal, was am Ende da steht. Genau. Übrigens Weltrekord 51 Minuten 44 Sekunden. Also so viel Zeit ist da gar nicht zwischen. Oh. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass der WR
bei unter 50 Minuten ist. Nee, noch nicht. Aber die arbeiten dran, die Jungs. Ja, okay. Denkst du auch, das ist realistisch unter 50 Minuten? Möglich ist es. Okay. Das Game ist noch nicht ausgeschöpft. Weil ich gerade von EXO das mit den Animated-Filmen sehe. Was hältst du von Resident Evil-Filmen? Also Realverfilmung und die Animationsdinger? Gefällt mir nicht. Beides nicht? Nein. Okay. Also die Animationsdinger, die fand ich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Die haben mir gefallen. Die Filme, ja gut. Sagen wir, Teil 1 war schlecht und von dort an wurde es nur noch schlechter. Bei Teil 1 kann man sich zumindest mal angucken, so. Naja, ich muss ganz ehrlich, ich habe mir den ersten Teil auch angeguckt und so. Aber ich muss nicht sagen, dass ich jetzt sage, oh, meine Filme jetzt boah geil oder so. Also, nee, das definitiv nicht. Also da habe ich schon bessere Zombie-Filme oder so gesehen. Eben. Oh Gott. Joyous, warum immer ich mit, weiß ich, in dem Fall 55 Minuten Runs? Irgendwie hast du es heute so ein bisschen auf mich abgesehen. Ne? Also, nicht, das nehme ich jetzt nicht übel oder so, keine Sorge. Fällt dir nur gerade auf. Das Side-Fact von heute, Resident Evil HD, hat jemand wieder einen Weltrekord von Pesi unterboten. Das macht Pesi 31 Sekunden schneller. Achso, du meinst Pessimism, ja? Pessimism? Ich war wegen der Abkürzung nur ein bisschen verwirrt. Pessimism? Ja. Pessimism ist so der Speedrunner schlechthin für Resident Evil HD Remaster. Von dem, ich habe jetzt den genauen aktuellen Stand nicht im Kopf, aber ich weiß, von den insgesamt 36 verschiedenen Weltrekorden, die es da gab, hatte er mal 33 Intus. Das ist schon heftig. Der ist einfach ein Biest. So wie Axel das gerade geschrieben hat, wenn er mal irgendwo unterboten wird, dann setzt er sich ran und unterbietet den neuen Weltrekord einfach direkt nochmal. Leylinks schreibt, die Filme waren okay, hätten sie nicht den Stempel Resident Evil gehabt. Ja, das höre ich auch öfter, aber ja, ich verbinde es halt immer sehr stark mit Resident Evil, weil es halt logischerweise Resident Evil Filme sein sollen. Da kann ich das nicht so ganz trennen. Ach, jetzt im Moment hat er 34 von 36 Weltrekorden und auch. Ja, das war das mal. So, hier waren hier in dem Fall die offen, die Gamma Hunter, genau so hieß sie. Ich bin gar nicht auf das Wort gekommen. Da kam die erst mit Teil 3. Weiß ich mal, ich meine, man sieht die ja hier mal nur so kurz. Ach, und bei Zero hat er schon wieder alle? Okay. Ach, der gute Pessimism. Nee, okay, sind keine Gamma-Hunter. Ja, wie gesagt, das Spiel, also das Remake habe ich halt selber noch nicht gespielt. Verzeiht mir ein paar Ungenauigkeiten oder Fehler, wie auch immer. Ich verprügel dich. Es tut mir leid, Exo. Wie gesagt, ich werde die ja irgendwann spielen. Tatsächlich wäre jetzt eigentlich auch ein ganz guter Zeitpunkt, wenn ich irgendwie mal zum Stream kommen würde. Aktuell ist ja so selten gerade. Nee, ich habe im Moment kein quasi größeres Projekt laufen. Dann könnte man da eigentlich mal nur 7 oder 2 Remake reinschieben. Muss ich mal schauen. Pack da mal zu. Achso. Nee. Alles gut. Oh mein Gott. Genau, ja, diese Viecher haben wir in einem Macke manchmal. Oh Gott. Dich meine ich nicht, wie nicht alles gut. Das Feder da. Dürfen wir halt mich nicht packen. Wenn sie mich packen, Game over. Stimmt. Das war ja jetzt auch schon. Okay. Wer die Runner beleidigen hat, selbst ist schon, ja. Das kann ich wenigstens.
Oh mein Gott. Der One ist echt gut. Oh mein Gott. Wenn das so weiterläuft, das wird eine 53. Oh, und damit. Ich kann ja mal spaßeshalber gucken. Mit der. Na, ich warte mal den nächsten Schritt noch ab. Dann sehe ich ja die. Ja, es wird ein bisschen weniger jetzt, glaube ich, sein. Oder mich. Okay. Oh Gott. Lauf. Wie gesagt, ich warte mal kurz den nächsten Splint ab und dann kann ich nochmal gucken, auf was für einer Pace er sich gerade befindet, also wo er dann im Leaderboard stehen würde. Und Zip, ich meinte so streamtechnisch auf meinem eigenen Kanal. Da habe ich jetzt gerade keine größeren Projekte laufen. Shadowrun, das läuft. Loba, die fragt gerade, ob es einen Grund hat, dass du den klassischen Zaun drin hast. Weil ich den cool finde. Ach so. Hat für einen Speedrun keine Auswirkung? Nein. Okay. Dir gefällt mir persönlich auch, wie gesagt, ich habe auf die PS1 gerne gezockt. Und das Remake-Zaun gefiel mir nicht. Aber wie gesagt, ach okay, komm, machen wir das Original darauf. Oldschool halt, ne? Ja, eben. Ja, hier vorhin. Jetzt sind alle Gehirnzellen da. Okay, dann nochmal Hallo, Taito. Ja, aber die klassischen Sounds dürfen ja gerade Nobody halt besonders begeistern. Wie gesagt, ich kann es ja auch an der Stelle nochmal kurz sagen, Nobody runnt halt das Original Resident Evil 2. Und da hat er jetzt, wann waren das? Vor 2 Wochen? Vor 3 Wochen? Ich habe da immer so ein schlechtes Zeitgefühl. Da hatte er auf alle Fälle ein sehr umfangreiches Tutorial gemacht. Also. Komm. Ja, schön, komm. Lauf. Einpacken alles. Weiter. Erst eine Woche her? Okay. Er steht wieder auf. Das war nicht gut. Ich muss leider nochmal neu machen. Ah, okay. Das kostet jetzt ein bisschen das Zeit. Das kostet halt jetzt, ja. Mhm. Das kostet leider Zeit. Da sieht man jetzt auch, die Zeit jetzt so langsam verschwindet. Aber, also ich meine, das haben auch besser, hast du ja auf alle Fälle schon mal richtig verbessert. Das ist ja auch schon mal ein bisschen was wert. Ja, auf jeden Fall. Ich guck jetzt trotzdem noch. Ne, also zum Beispiel, der wäre jetzt schon längst down gewesen, da ich ein bisschen zu wenig Damage gemacht habe. Das ist echt. Ja, muss ich halt mega auch konzentrieren halt, ne? Und eben. Trotzdem, ich sage mal, den ganzen Run, bin ich jetzt zufrieden. G2 hat jetzt nicht so genau funktioniert. So. Ich hätte jetzt vielleicht noch über eine Minute reingehauen, wenn das jetzt geklappt hätte mit dem Fight. Hat es leider nicht, aber naja. Eben. Und. Möge die Nacht mit dir sein, mein Sith Lord. Aber vielleicht kann man, ja, mal schauen. Genau. Weil ich weiß so, jetzt also. Genau, das nächste Viertel, das ist jetzt schon fast Finale. Mhm. Das ist nun mal richtig schwierig halt. Und da weiß ich auch noch, dass ich richtig Zeit noch reinholen kann. Aber die Current Pace, die da jetzt steht, 55-20, das ist ja über deiner PB dann sogar, ne? Also schlechter als deine PB. Genau, die ist schlechter jetzt, genau. Okay. Weil damit wärst du jetzt auf Platz 53. Aktuell. 53, okay. Nee, das ist wie gesagt, ich habe der One, die ich damals gelaufen bin, das vor einem Jahr und dann PC neu installiert, also neuen PC, also Sachen und dann ist das weggekommen. Dann musste ich halt mal was Neues machen und jetzt habe ich seit 2 Monaten fange ich wieder an, aktiv das wieder zu üben und zu lernen halt, ne? Ja, klar. Ich meine, da muss man ja auch erstmal wieder reinkommen. Ja, auf jeden Fall.
So, jetzt muss ich mal gleich 6-7, das ist eigentlich gut. Also von Rank her bin ich gut dabei. Wäre ich jetzt bei 7, dann hätte ich ein Problem. So, Muni nochmal weg. So, ein Schuss, 12. Ja, okay, passt. Haben wir das kaputte Messer eingesteckt? Das muss ich weg. Muss werden. Ja, die Schüsse hast du jetzt abgegeben, damit das Ranking wieder runtergeht? Genau. Okay. Wenn du daneben schießt, geht das minus 10 gehen runter, Punkte. Ah, okay. Bei Resident Evil 3 macht man zum Beispiel auch so, dass man sich von einem oder zwei Zombies mit Absicht beißen lässt, damit das Ranking runtergeht. Hier macht man es halt so, dass man einfach so ein bisschen so ein bisschen hier durch die Gegend ballert. Kannst du es auch machen? Natürlich, wenn ich ein Item aufhebe, ne, geht es wieder hoch. Mhm. Ne? Gucken wir mal, der Zombie, der läuft gegen die Wand, sehr schön. Das kannst du hier auch machen, natürlich. Aber es reicht nur, wenn du weniger Items aufhebst. So wie die Granaten, lässt du jetzt weg und so. Mhm. Oder Flashbangs. 6-7, das ist gut. Ich muss aber trotzdem eine Waffe wegschmeißen gleich. Mhm. Schön, ja, Pause into first run world record. Genau. Ja, das ist ein Traum. Nicht passiert. Nee, leider nicht. Jetzt habe ich aber Achso. Ich arbeite dran, sagen wir mal so. Okay. Ja, das habe ich tatsächlich bei Sonic of Mars System ein paar Mal gehabt, dass ich sag mal, 3 Monate, 4 Monate das gar nicht mehr gerannt habe. Und dann habe ich es einmal gerannt und sofort PB gemacht. Ja, kann aber auch passieren. Das war ja, bei Resident Evil 7 bei mir auch so. Wenn ich habe gedacht, es ist bei mir Ende, geht nichts mehr. So, auch mal ein bisschen 2-3 Monaten oder so oder länger Pause gemacht. Wieder angefangen, ein, zwei Mal geübt, sofort eine neue Pipi, also. Jo. Hab ich auch schon gehabt. Eben. Also es kann manchmal durchaus helfen. Und Berlin Dude, vielen Dank für dein Raid. Und hallo an die Berlin Dudes. So nenne ich deine Community ab jetzt, die Berlin Dudes. So, jetzt kommen ja auch gleich die Ivys, ne? Ja. Ah. Hallo, Germans. Unsere Community müsste man eigentlich die Germans nennen. Fällt mir gerade mal so ein. Ah, egal. Und, ich sag's immer wieder gern, es gibt hier einen so einen Raum, so einen zentralen Raum, da erzähle ich im Grunde immer wieder dieselbe Geschichte. Und zwar gab es damals mal so ein inoffizielles Fan-Remake von dem Spiel oder der Anfang eines inoffiziellen Fan-Remakes. Da war als allererstes Screenshot davon genau dieser Raum zu sehen, halt in damals neuer Grafik, bla bla. Und dieses Fanprojekt wurde dann irgendwann eingestellt, beziehungsweise wurde verboten von Capcom. Und da haben sich halt viele drüber aufgeregt, so von wegen, ja, und die wollen doch eh kein Remake machen, warum lassen sie dann die Fans das nicht wenigstens machen, bla bla. Kurz darauf hat sich dann herausgestellt, Capcom wollte doch selber ein Remake machen. Hat das RGB-Rätsel, genau. Oder RGB, also rot, das rot und blau, ne? Was gelb-blau? Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wofür das G steht. In dem Fall. Ach, Moment. Besser bin ich losgeworden, sehr gut. Okay, mach die Flashbang-Aktion. Die Flashbangs waren doch gegen die Eisen auch sehr gut, ne? Nein. Oder nur gegen die Lika? Nur Lika und Zombies. Die sind immun dagegen. Ach so, oh, okay. Habe ich mir auch gedacht. Okay. Aber die sind echt immun dagegen. Kannst du nicht flashen. Und Exo, ich achte halt nicht auf die Farben. Sehr gut, einmal. Okay, jetzt muss ich meine Muni behalten. Einen Schuss darf ich noch abgeben. Dann ist vorbei.
Okay. Okay, jetzt wird das schlimm. Jetzt ist das Schlimmste von allen. Ach, viel Erfolg. Soll ich gut sein so lange? Ja, ganz genau. Die sind betäubt. Oh, oh, oh. Das wird jetzt nochmal richtig spannend. Okay. Gucken, was ich jetzt hier wegkomme. Nein, 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 nein! Okay. Habe ich gerade einen Schritt bekommen. Entschuldigung. Ja, das passiert. Ja, es geht. Bin gestorben. Ah. Aber ich mache jetzt trotzdem. Ja, das ist ärgerlich, aber ich mache trotzdem jetzt noch weiter. Ja, klar, klar. Wie sind die da so schnell hochgekommen, die Zombies, fragt Jules. Und hallo. Okay. Ja, jetzt muss das Messer wieder weg sein. Die an der Treppe sind oder welche Zombies meint er? Oder ich glaube in dem Raum da eben, wo du auch gestorben bist. Ja gut, ich mach das jetzt einmal separat, weil die Zeit ist so kaputt. Da liegen Zombies, guck mal. Da liegen Zombies und die sind jetzt scheintot. Scheintot! Und gleich will ich das Ding da oben holen. Ich weiß nicht, wie ich jetzt wenn man dazu sagst. DLC-Monitor. Damit zu hacken gleich, das System. Dann stehen die gleich wieder auf. Also die tun nur so, dass sie tot sind. Und ja, die an der Treppe waren gemeint. Ah, die kommen von hier oben. Die gehen die schon vorher hier raus. Na, okay. Ja, dann machen wir das ganze Spiel nochmal. Jo. Das ist gutes Training für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja gut, das stimmt natürlich, ne? Oh! Die gehen aber auch ab, diese Lika, das ist das Problem. Interessanterweise, das müsste doch hier auch genauso gewesen sein, sehen die Lika tatsächlich nichts. Die hören nur, man kann sich an denen vorbeischleichen. Genau. Während du das Ding da bedienst, bewegen sich die Gegner ja nicht weiter, ne? Nein. Oh, hör auf! Ich bin bedient! Oh, ja! Oh, die Viecher! Also das ist ein Kunst, ey, der ja auch so weich und alles, also. Das sah lustig aus. Danke. Spektakulär. Danke. Manchmal ist es echt so. Holy, schreibt auch Exo. Ja, normalerweise wäre ich jetzt tot, also. Aber manchmal kommen so welche Movements raus, wo ich selber sage: Holy shit. Nein. Boah. Das klang wie so ein kaputter Motor eben. Entschuldigung, aber das ist echt krass. Wie das Rank so hoch ist. Gut, also jetzt bin ich noch gut davon. Oh mein, ich muss an diese Pflanze ran. Ob das willst du oder nicht? Gut. Okay, wenigstens wieder ein bisschen Energie. Ja, wieder voll. Alter, der kickt bestimmt sofort Adrenalin bei den Dingern. Oh ja. Ich meine, es ist gerade hochgegangen. Obwohl ich weiß, dass der Run vorbei ist, aber trotzdem, ich bin so halt ein Runner. Dann halt, wenn ich schon mittendrin bin und da ausweiche, dann ja, ein bisschen mit dem Trittschatz und dabei. Also, kriegen wir da auch schon selbst mit. Ach, das ist das Äquivalent zu dem, was ich in Resident Evil 2 Classic Tutorial nicht richtig erklären konnte, das mit den Lickern. Ah, okay. Ja, und die Viecher jetzt, wie du siehst, die meintest du ja vorhin, die kannst du nicht blenden. Also, da passiert nichts. Ja.
Also, aber finde, weiß ich nicht, also die Lika, die haben keine Augen, aber die kannst du flashen. Die hören ja nur, was er vorhin gesagt ist. Das wurde aber tatsächlich erklärt, weil das, also das liegt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, liegt das daran, dass die Blendgranaten auch so einen Ton abgeben, der für die Lika halt extrem unangenehm ist. So wurde es, glaube ich, mal irgendwie erklärt. Okay, aber wie kann das sein, dass die anderen Viecher, die haben, die müssen da auch einhören können, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Also, da kenne ich zumindest jetzt keine Erklärung. Ich könnte mir vorstellen, weiß ich, da es halt auf Pflanzen basiert, dass die dann halt mit sowas irgendwie besser umgehen können oder so. Okay. Ja, kann sein. Oder wie, oh Gott, wie hieß der Musiker? Gus? Gus irgendwas? Moment, ich guck mal nach. Ja gut, jetzt klappt der Gag nicht mehr, weil ich jetzt zu lange nachgucken muss. Ist alles gut. Gus Backus, genau. Oder wie der gute Gus Backus schon gesagt hat, Bohnen in die Ohren. Aha. Kennt wahrscheinlich heutzutage kaum noch einer. Aber egal. Boah, ich bin so viel hinten. Mein Rank ist richtig runtergegangen. Da war also auch meine Zeit dafür auch entsprechend, ne? Ich meine, das mit dem Ranking ist ja eigentlich gar nicht verkehrt, wenn das runtergeht. Also ja, richtig. Ist eigentlich top jetzt, ne? Ist einfacher jetzt, ne? Aber da siehst du auch 2 Minuten langsamer. Richtig. Der Weltrekord ist übrigens jetzt mittlerweile passiert. Und, genau, 51,44 war der Weltrekord. Ich muss nochmal nachgucken. Ich kann ja nachher auch mal gucken, ob ich ihn ran bin, mit dem du dann jetzt gewesen wärst. Ja. Wenn es halt dein. Wenn das jetzt noch wäre. Genau, meine Mutter sagt, ich habe Bohnen in die Ohren. Ah, der Robson kennt sich auf alle Fälle. Muss mir das halt leider viel zu häufig anhören, das Lied. Genau, was ein Death so auslösen kann. Aber das ist halt auch das. Entschuldigung. Das ist halt auch das Gute an diesem Ranking-System, an diesem internen, dass man halt, wenn man halt wirklich mal an irgendeiner Stelle Probleme hat, dass es mit jedem Versuch im Endeffekt leichter wird. Weil halt das Ranking immer weiter runtergeht. Ja, das kommt auch so. Also, wenn ich jetzt nicht gestorben wäre, ne, dann wäre ich jetzt bei 7 oder 8 jetzt, ne? Weiß ich, wo bin ich jetzt? 6. Normalerweise wäre ich jetzt schon bei nur 8 oder 9 schon. Mhm. Wenn du sterben tust, dann geht es auch nochmal runter. Also nochmal ganz kurz für die Leute, die jetzt erst später dazu gekommen sind und nicht wissen, was wir mit Ranking meinen. Das Spiel hat so einen internen Ranking-Wert. Im Moment liegt er bei 6, also dieses DA-Ranking, was da rechts über der Cam zu sehen ist. Nochmal ganz kurz aus, dann könnt ihr es besser sehen. Okay. Also jetzt könnt ihr also besser sehen. Mhm. Und das ist im Grunde der interne Schwierigkeitsgrad des Spiels. Und der kann sich erhöhen. Je besser man spielt, desto höher wird das Ranking und desto schwerer wird das Ganze auch. Oder wenn man halt schlecht spielt, kann es halt runtergehen. Also bei uns in dem Fall, wir waren schon mal 6, wir waren kurz vor 7. Da ich einmal gestorben bin, da geht's. Ich weiß nicht, wie viel, 500 oder 1000, das weiß ich jetzt wirklich nicht ganz genau, aber es geht auf jeden Fall extrem runter. Mhm. Das kann man sich halt in dem Speedrun so ein bisschen zunutze machen, indem man, weiß ich, an bestimmten Stellen einfach ein bisschen wild durch die Gegend ballert. Das erkennt das Spiel nämlich als daneben geschossen und dann geht das Ranking wieder ein bisschen runter. Genau. Bei mir ist der konstant 0, ja gut. Aber eine Änderung im Schwierigkeitsgrad hat man dann immer nur, wenn wirklich der Ranking sehr hoch oder runter geht, ne? Weiter geht's mit? Ja, klar. So, okay, hier bin ich durch. Okay, jetzt ist wieder alles gut. Okay. Wenn du jetzt Ranking 5 hast und
ich sag mal, dir noch 100 Punkte bis zu Ranking 6 fehlen, ist der Schwierigkeitsgrad genauso, als wenn dir noch ein Punkt fehlt bis zu Ranking 6. Genau. Also erst wenn er dann wirklich auf 6 steigt. Genau, dann ist er auch schwer. Wenn er 5, echt noch 5 ist, 999, dann ist er auch noch Rang 5. Okay. Und mit so ein paar Fehlschüssen, in Anführungsstrichen, sorgt man halt dafür, dass der ganze Kampf ja um 1 runtergegangen ist. Genau. Zum Beispiel, jetzt kann man hier sehen, ich kann es ja mal zum Spaß mal machen. Wenn ich jetzt die Muni aufhebe, dann siehst du, ich habe jetzt hier 600. Geht das ganz schlecht? 600? Ja, 6334? Ach, oder wie viel? Ja, 6334. Ne, wenn ich jetzt aufhebe, annehme, guck mal, wie hoch das geht. Na, ich sehe es noch nicht, weil mir ist ja der Delay noch drin. Ah ja, 6584, also 250. 250, ne? Und jetzt, wenn ich jetzt schieße, daneben schieße, dann geht er auch wieder runter, ne? Das ist jetzt auch gleich. Aber kann man sagen, ja gut, du hattest ja gesagt, du weißt nicht genau, wie viel ein Tod abzieht. Das weiß ich nicht. Wenn es 500 sind, dann wäre ein Tod quasi der Ausgleich für zwei Munition aufheben. So ungefähr. Ah, okay. Dann sind wir im letzten Fight hier gerade. Das ist der X-Fight. Das ist noch wichtig, einmal ein bisschen Damage schon mal am Anfang, damit die erste Phase schnell vorbei ist. Dass die Steine, Blöcke schnell runterkommen. Dann geht gleich passieren. Und dann läuft man, und dann spielt man mit Zeit runter. Okay. Ja, der erste Block ist runtergefallen. Jetzt heißt es nur, nichts mehr machen, einfach nur ausweichen. Also pushe mit den ganzen nah dran, immer auf seine linke Hand, in seine Höhe, dann trifft er mir nicht. Dann brauche ich ein bisschen vorlaufen. Und dann ist alles okay. So wie jetzt, haut immer daneben. Und das mit dem linken Arm, das hatte Nobody auch gerade im Chat geschrieben. Immer am linken Arm stehen. Also an seinem linken Arm. Ja, ja, genau. So, hier habe ich das dann noch ein bisschen anders gemacht. Habe ich mit dem noch ein bisschen getanzt. Ein bisschen Tango und so. Aber das kriege ich so. Oh, das jetzt hier geht. Das ist aber ganz schön wild. Sehr gut. Das ist jetzt die Phase, in der du einfach nur warten musst im Endeffekt, ne? Ja, oder aus oder überleben musst, sagen wir es mal so. Genau. Du musst einfach nur überleben. Du brauchst keinen, du hast ja gesehen, erste Phase. Ein bisschen Damage machen, bis der erste Stein runterkommt und da braucht man einfach nur moven und das war's. Einfach überleben. Dann sind wir auch durch. So. Schauen wir mal, aber unter einer Stunde wird es. Also, gut, in dem Moment war gerade eine Time. 58,04. Ich guck mal kurz, wie es das mit dem Leaderboard geht. 58,04. Da. Platz 97. Immer noch unter Top 100. Ah, okay. Oh. Kann man doch trotzdem stolz drauf sein, würde ich mal machen. Ja, also. Ich finde es echt gut, dass ich das auch nochmal selber durchgespielt habe. Das ist einfach auch wieder gutes Training. Einfach. Mhm. Na, es kann passieren, dass auch nichts perfekt läuft, aber man sollte trotzdem, wenn man da noch nicht hundertprozentig sicher ist oder noch nicht so gut kann, immer üben die Stellen. So wie jetzt genau. Bei mir auch. Immer üben und einmal klappt das dann auch. Na, richtig. Aber Resident Evil Spiele insgesamt oder allgemein bieten sich ja sowieso ganz gut für Speedrun-Einsteiger an, weil man spielt es halt ein paar Mal und mit jedem Mal wird man ja sowieso automatisch schneller. Richtig. Und es sind ja jetzt keine extrem krassen Glitches oder so dabei, wo man dann stundenlang üben muss, um den überhaupt mal einmal hinzukriegen. Nein, diese Kategorie überhaupt jetzt nicht. Ne? Also hier hast du mal Sachen, wo man ein bisschen manipulieren kann. Zum Beispiel, du tust dann pausieren bei der Tür am Anfang und machst du 2 Sekunden und wenn die Pausierung weg ist, dann kommt der Zombie 2-3 Sekunden schneller durch. Anstatt wenn du da keine Pause machst. Das sind so kleine Tricks halt, aber so richtig Glitch genau. Ist es nicht. Das ist sogar auch nicht erlaubt. Und, ist mittlerweile gar nicht mehr erlaubt? Nee, aber diese Kategorien, also du kannst glitchen, aber in einer Kategorie. Diese Kategorie darfst du das nicht. Ah, okay. Kann mich nämlich dran erinnern, so in der Anfangsphase von Speedruns, da gab es ja diesen
weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, aber wo man so auf der Treppe steht und sich dann ja, genau. dort beißen lässt und dann in der Luft schwebt. Aber hieß der einfach Hoverglitch? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob der noch funktioniert oder nicht, weil die ein paar Mal das Spiel jetzt wirklich gepatcht haben, hätte ich nie gedacht. Oh, okay. Also ich habe den mal am Anfang auch hingekriegt, locker. Und dann habe ich mal zu Spaß ausprobiert, weil gesagt haben, das geht nicht mehr. Weil ich sage, das kann nicht sein. Und dann habe ich selber probiert, habe ich selber festgestellt, ey, da geht wirklich nicht mehr. Also man muss auch ein paar Tricks machen, wieder um den Glitch hinzubekommen. Okay. Weil er wird zumindest in Speedruns nicht mehr benutzt. Vielleicht funktioniert er irgendwie. Oder du hattest ja eben gesagt, man muss da ein bisschen was anderes machen, damit er funktioniert. Aber scheint für einen Speedrun dann uninteressant geworden zu sein. Ist es auch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein Runner, der gerne nicht so glitchen tut. Klar, bei Zelda tust du vielleicht auch ein paar Sachen mal glitchen oder Turniere, aber so, ich bin kein Fan von großartigen Glitchen. Ich lerne das auch mal gerne, aber für mich ist so Klassiker immer noch am besten. So kleine bisschen Murmel, so ein bisschen, so wie jetzt vorhin die Tür anschießen, dass der Zombie da ein bisschen rumläuft und nichts macht. Aber das ist okay, denke ich, aber glitchen aus dem Spiel raus und so, das finde ich langweilig. Ja, finde ich tatsächlich auch. Also ich gucke mir halt auch lieber so eine skill-lastigen Speedruns an. Ja, aber ich meine, hat beides halt seine Fans und ab und zu mal so einen extrem verglitschen Run zu sehen, ist auch mal ganz witzig. Ja, natürlich. Aber ist halt nicht mein Fall, ne? Also selber das mal auch zu testen und ob wie das funktioniert. Ich mache das auch gerne, aber als Run, das ist nicht so. Eben. Vor allem, weil es halt für den Zuschauer, der sich da ja zumindest noch nicht so gut auskennt, für den ist das halt auch ziemlich langweilig, da dran zuzugucken. Einfach weil der sieht dann nur, weiß ich, ja, da ist er jetzt out of bounds, man erkennt sowieso nichts, man sieht nur schwarz oder nur irgendeine Grafikmatsch, sag ich mal, ist ganz blöd. Und dann ist er plötzlich ganz woanders und dann sieht man kurze Zeit später wieder nur Grafikmatsch. Und das ist, Wenn man sich da wirklich gut auskennt, wenn man genau weiß, was bei den Glitches da passiert, dann ist es wieder interessant. Aber gerade bei so Events, die wir dann restreamen beispielsweise, da sind die wenigsten Zuschauer ja speziell nur wegen einem Spiel da. Die gucken dann sich ja mehrere Spiele an und die meisten davon, da kennen sie die Runs dann halt entsprechend noch gar nicht. Genau. Ist auch beim Kommentieren dann, beim Erklären immer so ein bisschen sehr trocken. Mega trocken manchmal. Richtig. Ja. Leon S. plus Kennedy. Wow. Jo, ja, meine Sicht sind wir fertig für heute. Also ich hoffe, ich habe euch das ein bisschen gefallen. Ja, fix und fertig jetzt nicht, aber jetzt merke ich schon langsam, wie lange haben wir jetzt, sind wir dabei? 4 Stunden? 4,5 Stunden? Ja, so also ungefähr 4,5 Stunden. Also jetzt merke ich so langsam, dass mein Handgelenk so langsam wehtut. Okay, ja, spätestens dann sollte man sowieso Schluss machen. Ja. Nicht, dass das irgendwann doch mal bleibende Schäden hinterlässt. Nein, das nicht, aber das ist alles okay. Aber trotzdem, wenn ich merke jetzt, man wird auch nicht mal jünger, man wird auch ein bisschen älter. Ich bin alt, bin ich jetzt 37, werde ich jetzt. Ach, klar ist es ist noch ich bin noch nicht alt, aber irgendwann lässt man auch mal die Reflexe und Reaktionen. Also das ist auch alles nach, ne? Eben. Nee, das kenne ich nur zu gut. Kennst du auch zu gut? Ja. Also ich weiß noch, vor 10 Jahren, ich weiß noch, vor 10 Jahren und 15 Jahren war ich viel, viel schneller als jetzt. Ich meine, bei mir, ich glaube, bei mir liegt es nicht mehr daran, dass ich irgendwie zu langsam geworden bin oder so, sondern dass ich einfach gemütlichere Speedruns mache mittlerweile. Oder generell auch in Speedruns noch relativ gemütlich spiele. Also deswegen spiele ich ja auch so gerne irgendwelche New Game Plus Sachen. Ja. Weil die sind ja immer noch recht entspannt für einen Speedrun. Ist ja auch okay. Also ich sage mal, jeder Runner hat eine andere Vorstellung. Der eine ist nur glücklich, wenn er nur rennen kann und ein bisschen so für sich, ein bisschen Zeit. Und es gibt so Runners, so wie ich. Ich bin echt, will ganz oben stehen. Und da muss ich auch was dafür tun natürlich. Ne? Also natürlich... Ja, aber natürlich, es bringt auch nichts. Jeden Run, klar, ich tue viel auch mal resetten und so, aber manchmal musst du echt sagen, komm, die Stellen, die du nicht so gut kannst, musst du öfters üben, um so besser zu werden, weil es bringt ja nichts. Du spielst die ersten 10 Minuten, da bist du echt super geil drauf oder so läuft super und der Rest ist Müll. Ne? Eben. Musst du alles üben. Ne? Richtig. Und, wie gesagt, deswegen,
Ich bin, du bist halt der gemütliche Runner und ich bin halt der ehrgeizige Runner, sagen wir mal so. Eben. Nee, aber das, deswegen gebe ich ja auch gerne mal einen Tipp. Auch Runs, die jetzt nicht ganz so gut laufen, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, Runs, die nicht ganz so gut laufen, trotzdem immer bis zum Ende machen. Ja, definitiv. Einfach, damit man halt auch die späteren Gebiete ein bisschen üben kann. Definitiv. Nicht immer gleich resetten oder so, weil, wie gesagt, am Anfang ist sowieso egal. So öfter du läufst, umso besser wird man automatisch. Genau, genau. So, ja, dann denke ich mal, wird es das aber für heute gewesen sein, ne? Definitiv, ja. Das war's oder, für heute. Oder jetzt nochmal schnell Resident Evil 1, nein. Vielleicht noch einmal das nochmal ein Turnier nochmal ankündigen. Ja, stimmt. Ach so, ankündigen. Ich dachte, durchführen jetzt. Nein! Nee, können wir gerne nochmal machen. Und zwar, wir hatten es vorhin schon mal gesagt, am 10. und 11. April, beziehungsweise dann am 17. und 18. April, wird es ein Resident Evil 7 Turnier geben. 10. und 11. April, das werden die Qualifier sein. Also die besten 8 kommen dann weiter, können aber beliebig viele Leute mitmachen. Aber halt die besten 8 Zeiten, die werden dann fürs nächste Wochenende eingeladen, dann auf unserem Kanal hier. Da wird das dann ausgestrahlt werden. Da geht es dann halt mit Viertelfinale, Halbfinale und am Sonntag, also am 18. April, dann mit dem Finale weiter. Und das Finale wird dann Best of 3. Das heißt, genau. Da sind es dann bis zu 3 Spiele. Kommt natürlich darauf an, wenn ein Runner die ersten beiden gewinnt, dann braucht man natürlich kein drittes Spiel mehr. Aber ja, da gibt es dann, wie gesagt, das Finale. Das Ganze wird, also die Qualifier, da sehe ich jetzt noch nicht so ganz durch. Das wird ja auf deren eigenen Kanälen gemacht, aber Phantomman hatte ja von geschrieben, dass das dann im Grunde auch kommentiert und im Grunde gerestreamt werden soll. Genau. Ja. Das sollte das auch auf unserem Kanal stattfinden oder wollt ihr dann das was weiß ich jetzt noch machen? Nicht. Also wir hatten das eigentlich auf meinem Kanal nochmal vorgehabt, aber wir können da nochmal darüber quatschen, nochmal, so ist das nicht, aber war geplant eigentlich auf meinem Kanal. Ach so, und okay. Dass ich mit Fanta kommentiere und wenn die Runners alle durch sind, dass ich nochmal ganz normal, ich auch nochmal für alle nochmal laufe, komplett. Ach so, okay. Also das ein bisschen, nicht jetzt nur 1,5 Stunden, sondern die Mods kontrollieren schon, aber ich laufe nochmal auch nochmal. Also wenn die Runners alle durch sind, dann laufe ich nochmal zum Schluss nochmal. Okay. Dann geplant. Nö, nee, dann, ja, aber wir sehen uns, aber kann sein, aber wir gucken, also. Genau, also können wir nochmal in Ruhe abquatschen dann, ne, aber, also die, das ab dem Viertelfinale wird es das auf alle Fälle dann auf German geben. Genau, ja. Richtig, auf jeden Fall bei euch, Viertelfinale, Halbfinale und das Finale. Genau, und da machen wir dann entsprechend auch auf Social Media, also auf Twitter in erster Linie, machen wir da natürlich auch nochmal entsprechende Ankündigung. Die Submissions-Phase geht, wann war das? Nächste Woche los, ne? Nächste Woche, genau. Social, achso, ja gut, Skadi, die war ein bisschen schneller als ich. danke, Skadi, übrigens. Ja, und da könnt ihr dann auch eure Submissions einreichen, ne, und vielleicht schafft ihr es dann sogar bis in die Finalrunden. Ich möchte mich nochmal, auch ganz höflich nochmal an alle bedanken, die auch vorhin jetzt auch noch vorbeigeschaut haben von meiner Community und German, möchte ich mich auch nochmal bedanken, dass ich mich hier nochmal präsentieren durfte und mich eingeladen haben, hier Resident Evil mal zu streamen und mal zu zeigen. Danke auch nochmal für die ganzen Follows heute. Es ist eine tolle Sache auf jeden Fall. Die coole Unterstützung, die Leute von allen kriege und bedanke mich auf jeden Fall nochmal ganz herzlich an allen, für die tolle Unterstützung auf jeden Fall von jedem einzelnen Follower, der immer mit mich vorbeischaut, mich unterstützen tut. Nochmal ein Danke an alle. Dankeschön. Wir haben vor allem zu danken, dass du die Runs, im Endeffekt sind es ja sogar 2 Runs gewesen, dass du die bei uns gezeigt hast. Sehr gerne, sehr gerne. Gut, und das wird sicherlich, also was heißt hier sicherlich, das wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal sein, dass wir dich hier hören vielleicht. Und sehen, im Endeffekt ja auch. Ne? Ja, was dann in Zukunft, jetzt abgesehen von dem Turnier noch kommt, das wird sich dann zeigen. Da halten wir euch aber auf dem Laufenden. Ich habe gerade auch nochmal ein Shoutout an Tignaldo gemacht. Also könnt ihr gerne raufschauen und folgen. Neben Resident Evil ist es ja im Moment A Link to the Past Randomizer, den du im Moment, ja, weil was mir momentan Spaß macht, ja, tue ich. Weil Wochenende möchte ich mich halt mehr auf Resident Evil mit konzentrieren und mitten in der Woche halt so ein bisschen Zelda, weil Handgelenk ein bisschen schon, weil das, wie gesagt, das geht echt in der Hand. Mhm. Und da möchte ich
Wochenende wenigstens die Leute, die mir echt zuschauen und immer unterstützen und so neue Rekorde zu starten, dann will ich mich immer Wochenende Resident Evil halt. Sonst zwischendurch immer Zelda und so. Okay, na, das klingt doch gut. Definitiv, ja. Okay. So, ich hatte jetzt eben schon mal geguckt, weil wir auch gerne am Ende eines Streams irgendjemanden raiden. Ich habe jetzt tatsächlich niemanden gefunden, der irgendwie Resident Evil oder dergleichen spielt. Hast du da jemanden? Ich habe einen, der auch einen macht, der macht aber ohne Knife, das ist ein englischer Streamer. Ich weiß nicht, okay, ob das okay ist oder... Ja, ja, es ist absolut okay. Das ist okay. Das wäre jetzt auch Resident Evil 2. Der ist auch gerade live. Der ist auch live, ja, und der freut sich auch auf jeden Fall. Und der ist auch sehr cool, also da muss ich dann sagen, da gucke ich ab und zu mal auch rein bei ihm. Und der ist echt mega cool, also das kann ich echt nicht... Also wenn ich wirklich Leuten empfehle und so, dann ist es auch. Okay, na dann, das klingt auch gut. Der freut sich bestimmt auf jeden Fall. Kannst du mir den Namen im TS mal kurz schicken? Ja, schicke ich dir sogar. Den habe ich auch kennengelernt, der war auch ganz klein und der ist echt mega gut geworden, also... Ah, okay. So. Dann bereite ich schon mal den Raid vor. Ich hoffe, ja doch, ich habe es richtig eingegeben. Gut. Ja, dann verabschieden wir uns für heute. Wir wünschen noch ein schönes Restwochenende, muss man ja mittlerweile sagen. Ist ja technisch gesehen sogar schon Sonntag. Also einen schönen Sonntag und einen schönen Start in die neue Woche dann. Und die letzten Worte gehören dir. Danke nochmal, Leute, dass ihr da wart, zahlreich, dass es euch gefallen hat. Danke nochmal und ich sage nur an allen gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Bop, 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 bop. Boah, geil. Boah, geil, geil, geil. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ich freue mich schon. Bis dann. Ciao, ciao. Ich habe vergessen, ich muss ja auf dem Server, um den Stream zu beenden. So, ich glaube, man hört uns sogar noch. Hallo, ich bin noch jetzt nicht mehr. Tschüss. Ah, Hilfe. So.